Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Kein Erdrutschsieg der Republikaner bei US-Zwischenwahlen. Im Repräsentantenhaus deutet sich für sie ein Vorsprung an. Die Auszählung in mehreren Bundesstaaten dauert aber noch an. Im Senat gewann die Demokratische Partei unter anderem den Sitz im umkämpften Pennsylvania. Die Sitzverteilung in drei Staaten steht noch aus. In Georgia wird eine Stichwahl nötig. Biden reagiert auf Wahlergebnisse. Der US-Präsident sprach von einem guten Tag für die Demokratie. Der von vielen vorhergesagte Durchmarsch der Republikaner sei ausgeblieben. Er sei bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Biden sagte, er habe die Absicht, 2024 erneut zu kandidieren, werde aber Anfang nächsten Jahres erst endgültig darüber entscheiden. Zelensky zurückhaltend zu angekündigtem russischen Truppenrückzug aus Cherson. Der ukrainische Präsident warnte, der Feind mache keine Geschenke. Die ukrainische Armee gehe ohne unnötiges Risiko vor. Ziel sei es, das gesamte Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Bundestag stimmt über Bürgergeld ab. SPD, Grüne und FDP wollen damit das bisherige Hartz-IV-System ablösen. Die Union, auf deren Zustimmung die Ampel später im Bundesrat angewiesen ist, kritisiert die Pläne und hat mit einer Blockade in der Ländekammer gedroht.